Ich sitze hier zusammen mit Professor Paul Cullen. Sie sind in der Westfälischen Universität, Wilhelms-Universität, Molekularbiologe, Internist und Labormediziner. Correct. Im Vorgespräch haben wir eine kleine Gemeinsamkeit entdeckt. Sie und ich haben sich als Teenager für Science Fiction interessiert. Yeah. Was ist denn seit damals passiert? Was damals Science Fiction war, was heute bereits Realität ist? Ja, also worauf Sie spielen, weil ich von einem Gespräch das weiß, wir reden über den Transhumanismus und was das ist, was es bedeutet, was die Ziele sind. Ja. Und da hat sich tatsächlich in den letzten, würde ich sagen, 40 Jahren sich eine Bewegung herausgebildet. Das nennt sich die transhumanistische Bewegung oder H+ heißt das jetzt. Und das ist eine Richtung, die sich vor allen Dingen aus Silicon Valley, aber nicht nur, herausentwickelt hat. Und die Idee ist, dass man die Grenze zwischen Mensch und Maschine durchbricht, sodass es dann zu einer Verschmelzung letztlich kommt, des Menschen mit der Maschine. In anfänglicher Weise tut man das ja bereits. Es gibt Herzschrittmacher, es gibt künstliche Herzklappen, es gibt Smartwatches, die tragen noch eine analoge Uhr, wie ich sehe. Wo wäre denn da die Grenze, wo man sagt, ab hier fängt Transhumanismus an? Ja, es gibt, das, Sie haben vollkommen recht und das geht auch weiter. Es gibt natürlich dann auch die Cochlea-Implantate für Gehörlosen oder sogar Retina-Implantate für blinde Menschen, wo das noch intimer ist. Es gibt auch tiefe Gehirnelektroden zur Behandlung von Parkinson-Krankheit. Und wenn wir jetzt diese tiefe Gehirnimplantate, da kommen wir an die Grenze ran. Also für mich würde ich sagen, die Grenze entsteht da, wo das Wesen des Menschen, man kann dann darüber diskutieren, wann fängt das Wesen des Menschen an, aber ich würde das so ausdrücken, dass wo das Innere, also das Kern, der Kern, das Wesen des Menschen tangiert und dann sogar verändert wird, da fängt es an. Es gibt jetzt Dinge, wo das schon sehr nahe daran kommt, wo also teilweise wir ja auch schon direkte Verbindung haben mit diesen Dingen. Wo ist im Moment sozusagen der Punkt der Forschung? Gut, also gibt es Experimente, ja, wo ähnliche Dinge bereits realisiert sind? Vielleicht ein Tierexperiment, die dann auf Menschen bezogen werden könnten. Gut, also ich bin, muss ich vorher sagen, mein Zugang zu Transhumanismus ist sozusagen sehr aus der Helikopterperspektive. Für mich interessiert es, wo geht's hin, was bedeutet es für uns, was so. Aber ich bin jetzt keiner, der sozusagen in einem Labor arbeitet, wo an solchen Sachen gearbeitet wird. Und ich bin auch kein Experte für künstliche Intelligenz oder so. Das möchte ich vorwegschicken. Also und das beanspruche ich auch nicht, dafür Experte zu sein. Ich beobachte das sozusagen aus der Vogelperspektive. Aber wo zum Beispiel eine Sache, die man aufgreifen kann, ist die Firma von Elon Musk. Diese Firma heißt Neuralink. Und Elon Musk, viele kennen ihn von Tesla oder von SpaceX. Der hat auch eine Firma, finde ich lustig, The Boring Company, die Löcher. Der will so eine Art hyperschnelle kleine so Züge unter der Erde machen, in Tunneln, also Vakuumtunneln. Aber der hat eine andere Firma, die er hat, ist Neuralink. Und Neuralink arbeitet daran, eine Art Schnittstelle zwischen, so man sagt sogar Wetware, also das wäre das biologische System, Zentralnervensystem und Computersysteme zu machen. Und das ist die eine Sache. Und ich weiß von viel Forschung, wo man versucht, auf der zellulären Ebene neuronale Zellen mit sogenannten Nanodrähte, das sind sehr kleine Drähte, teilweise auf Graphenbasis zu verdrahten, dass man die Aktivität von isolierten Nervenzellen abgreifen kann und dann abbilden kann in einem Silikonrechner, silikonbasierten Rechner. Das heißt, da ist heute schon sehr viel Forschung getrieben, auch hier am Menschen, auch am menschlichen Erbgut. Vor nicht allzu langer Zeit wurde der Fall dieser CRISPR-Babys aus China bekannt geworden, wo also genetisch veränderte Menschen bereits unter uns leben. Das ist korrekt. Also das ist das, was Sie sagen, wird nicht allgemein als Transhumanismus verstanden, müsste aber,
Also Sie haben recht, das anzusprechen. Fassen wir es mal in das ganze Thema mit. Genau. Also ich sehe das als Teil desselben Projekts, nenne ich das mal so. Und das ist tatsächlich so, das hat ein Forscher präsentiert vor 4 Jahren in Hongkong. Das ist nie publiziert worden, interessanterweise. Ist auf einem Kongress vorgestellt worden. Und Shan Kui He, glaube ich, heißt der Forscher, aus Shenzhen in China. Und er hat an 3 Mädchen, 2 waren ein Zwillingspaar und das andere Mädchen war von einem anderen Elternpaar. Und da hat er an den Embryonen mittels CRISPR-Cas9-Technologie mit dieser Genschere versucht, das Gen zu manipulieren für den HIV-Rezeptor. Also wenn wir uns mit HIV, mit dem HIV-Virus infizieren, das HIV-Virus bindet an einem bestimmten Eiweißmolekül und kann dann Zutritt zu den Zellen bekommen. Und seine Idee war, diesen Rezeptor zu inaktivieren. Warum? Weil bei den Eltern war das so, dass der Vater HIV-positiv war. Und er hat das damit erklärt, weil er sagte, dann können die Kinder mit HIV sich nicht anstecken. So, diese Kinder sind tatsächlich geboren. Die heißen Lulu, Nana und Kim. Die sind inzwischen 3 oder 4 Jahre alt. Die werden überwacht von der chinesischen Regierung. Und die Lulu und Nana, das Zwillingspärchen, sind als Frühchen zur Welt gekommen. Das kann auch damit zusammenhängen, dass das Zwillinge waren. Aber soweit wir wissen, scheinen sie mit einem blauen Auge davon zu kommen. Das Interessante oder das Neue an der CRISPR-Technologie ist, es ist natürlich, Gentherapie gibt es schon länger. Und man hat versucht, zum Beispiel Gendefekte in den Stammzellen im Knochenmark zu verändern. Aber das Neue an der CRISPR-Technologie ist, dass die Zellen in dem Embryo in einem sehr frühen Stadium manipuliert werden, sodass diese Veränderung auch in den Keimzellen hinterher vorhanden ist. Also das heißt Eistock und Testis. Und das heißt, dass diese Veränderung vererbt wird. Das heißt, ich verändere nicht nur das Gen bei Lulu und Nana und Kim, sondern bei ihren Kindern und ihren Kindeskindern. Das ist eine Zeitstrahl, die in die Zukunft hineingeht. Und das ist eigentlich das Neue. Also natürlich ist es auch so, technisch ist es ein Quantensprung. So, aber das ist nicht das essentiell Neue. Das essentiell Neue ist, dass wir hier automatisch nicht nur den Menschen, den existenten Menschen, sondern auch seine Nachkommen mit verändern. Wir wollen letztlich den Menschen verändern, den Menschen verbessern, was immer die Verbesserung jetzt sein soll. Es ist ja eine ganze Ideologie oder ein Gedankengebäude, was dahinter steht. Auf was läuft das Ganze hinaus? Ja, ich glaube, dass das auf eine letztlich simplistische Einstellung über die Genetik hinausläuft teilweise, weil es ist bei ganz vielen Genen so, dass ein Gen über eine bestimmte Funktion entdeckt oder beschrieben wird. Und dann stellen wir später heraus, dass dieses Gen eine ganz andere Funktion hat. Zum Beispiel, es gibt ein bestimmtes Hormon, das heißt Erythropoietin, und das ist für die Blutbildung zuständig. So. Und es gibt Menschen, es gibt ein finnischer Langläufer, Skilanglauf, und er hat eine Mutation in dem Erythropoietin-Gen. Und dadurch hat er viel mehr rote Blutzellen als sonstige Menschen, hat enorme Ausdauer. Da könnte man sagen, das ist ja super. Aber wir wissen, dass Menschen, die diese Veränderung haben, eine viel größere Neigung haben zu Blutgerinnsel. Und wir haben in meiner eigenen Forschung vor vielen Jahren, vor 10.000 Jahren, haben wir Forschung gemacht an einem Gen in dem Fettstoffwechsel. Das hieß ApoE4. Und wir haben festgestellt, nicht nur wir, sondern wir und andere Gruppen, dass Menschen, die dieses ApoE4-Gen haben, ein erniedrigtes Risiko haben, Herzinfarkt zu bekommen. Das ist tatsächlich so. Und dann haben wir gedacht, das ist super. Super. Und Leuten, die das hatten, haben wir denen gesagt, super, du kriegst kein Herz oder kriegst dein Risiko, Herzinfarktrisiko ist geringer. Dann kam später heraus, solche Leute haben ein viel höheres Risiko für Alzheimer-Krankheit. Und wenn ich wählen wüsste, ich hätte lieber einen Herzinfarkt. So, das heißt, die Gene, diese Idee, die wir früher hatten, dass ein Gen eine Funktion ist, komplett
redundant. Das heißt, wenn wir ein Gen ausknocken, wir wissen gar nicht, welche Effekte das haben kann. Es steht ja doch letztlich eine sehr materialistische Weltanschauung dahinter, vor allem auch der Glaube an Machbarkeit. Ja. Wir erleben das jetzt auch, die ganze Frage nach Corona-Impfung und so weiter. Auch dort wird etwas gemacht. Wir haben eine technische Lösung für ein Problem oder ein vermeintliches Problem. In diesem Ganzen ist dann überhaupt, wenn ich wirklich materialistisch denke, noch ein Raum für Bewusstsein, für Moral, für Gewissensfreiheit? Ja, ich würde nicht mal so weit gehen müssen, glaube ich. Also ich glaube, dass ein Grundmissverständnis, was wir merken in der heutigen Zeit, ist, dass das, was als Wissenschaft genannt wird, gar keine Wissenschaft ist, sondern das heißt im Englischen, also es ist nicht Science, sondern Scientismus. Und im Deutschen sagt man, also Scientism, also im Deutschen sagt man Scientismus. Mhm. Scientismus oder Wissenschaftlichismus benutzt die Sprache der Wissenschaft, aber hat eine ganz andere Funktion. Zum Beispiel die Wissenschaft, der Kern der Wissenschaft ist die Frage und die Ungewissheit. Und wir wissen zum Beispiel seit Karl Popper spätestens, dass alle Erkenntnisse in der Wissenschaft provisorische Erkenntnisse sind. Wir bohren rein in Sand und es ist nicht so, dass wir irgendwann mal Gestein treffen, sondern wir sagen, das ist jetzt tief genug, das hält erstmal. Aber es kann, das hat man in dem Weltbild von dem newtonischen Weltbild zum Einstein-Weltbild, hat es eine komplette Veränderung gegeben. Aber jetzt wird Wissenschaft benutzt, als ob es Sicherheiten liefert. Und Wissenschaft liefert nie Sicherheiten. Und dann kommen wir dann auf die zweite Frage. Natürlich hat das was mit einem reduktionistischen Weltbild, mit einem sehr vereinfachten Bild, also der Welt und auch der Natur, auch des Kosmos. Ja. Wissenschaft wird heute sehr hochgehalten. Hm. Gerade auch jetzt in der Corona-Zeit werden wir mit Zahlen, mit Statistiken bombardiert. Hm. Ich kann es für mich selber rekonstruieren. Es war der 19. März 2020, wo ich mir die Zahlen angeschaut habe und gesagt, die Kurve steigt gar nicht exponentiell. Und ich habe sie eine Statistikerin geschickt und gesagt, schauen wir mal, ob das richtig ist. Korrekt. Wann haben Sie angefangen, Corona-Zahlen zu zweifeln, aus Ihrer wissenschaftlichen Perspektive? Ja, also ich habe nicht das, was Sie sagen, ist ganz wissen ganz wenig. Es gab nie eine exponentielle Steigung. Die richtige Steigung, es war eine nicht, und das hat übrigens Herr Streeck gesagt relativ früh, die korrekte Beschreibung ist eine Gompertsche Sättigungsfunktion mit einem pseudolinearen Anteil. Das heißt, eine sigmoidale Funktion. Also das ist so, dann nehmen wir ein S und so. Das heißt, es war nie, exponentiell war es nie. Und ich glaube, dass die Rohdaten, die sie uns präsentiert hatten, halbwegs stimmte oder oft gar nicht so schlecht war. Das Problem war vielmehr, was man aus diesen Daten ableitete. Natürlich, die exponentielle Funktion ist viel bedrohlicher als eine Funktion, die sich automatisch sättigt, einen Sättigungseffekt hat. Und das sehen wir ja die ganze Zeit. Und ich würde sagen, dass für mich, ich angefangen habe, nicht ganz so früh wie Sie, aber ich würde sagen, ungefähr April 2020 habe ich erste Zweifel bekommen, und die betrafen in erster Linie die Verhältnismäßigkeit. Es ist nicht so, dass ich gesagt habe, dass Corona für manche Leute nicht gefährlich sein kann. Das ist nicht so. Aber ich habe mich schon angefangen zu fragen, ob diese Verhältnismäßigkeit, diese extrem eingeengte Sicht auf nur bestimmte Parameter, die dann sich auch noch gewechselt haben. Dann ich würde sagen, für mich war das irgendwie Mitte, Ende April 2020, ja. Steht da auch eine falsche Wissenschaftsgläubigkeit dahinter, die vielleicht auch von bestimmten Prämissen bereits ausgeht oder von politischen Willensakten, die sich dann so niederschlagen? Also ich hätte kein Problem mit einer Wissenschaftsgläubigkeit, wenn es eine Gläubigkeit an der Wissenschaft wäre. Das Problem ist eine Ebene tiefer. Das, was man als Wissenschaft präsentierte, war keine Wissenschaft. Also Wissenschaftsgläubigkeit, man hat bestimmte Sachen mit apodiktischer Sicherheit gesagt. Aber die Wissenschaft liefert nie apodiktische Sicherheit. Das ist ein wie heißt es, Contradictio in se heißt es. Also das ist ein Widerspruch in sich. Also die Wissenschaft kann nur fragen und relative.
Die einzige Beweise, die es gibt in der Wissenschaft, gibt es eigentlich nur in der Mathematik. Sonst so, und man hat dann aber ein Konstrukt, was letztlich ein politischer Konstrukt war, mit dem Namen Wissenschaft getauft und wissenschaftlich verbrämt und dann daran geglaubt, aber es war nie Wissenschaft. Ja, nochmal zurück zum Thema Transhumanismus. Hm. Was kommt da auf uns zu? Worauf sollten wir achten? Speziell, worauf sollten Christen achten in dieser Zeit? Also ich glaube, denn was ja auch zu beobachten ist, viele dieser Dinge haben ja einen fast religiösen Charakter angenommen. Das ist so. Interessanterweise kommentieren das auch viele Atheisten, die bereits sehen, dass das eigentlich mehr eine Glaubensaussage sind, die vielfach getroffen werden, als dass es tatsächlich Fakten sind, die hier weitergegeben werden. Das sagen Sie genau richtig. Also ich glaube, dass diese Bewegungen oder diese Strukturen, die wir sehen, eher mit einem religiösen Vokabular oder mit einem religiösen Werkzeugkasten zu verstehen sind, als mit dem wissenschaftlichen Werkzeugkasten. Die gehören eher in diesem Bereich als in einem anderen Bereich. Ich glaube, für uns, gut als Christen, aber auch als Menschen insgesamt, wenn wir jetzt unsere Gesellschaft, die Menschenrechte und die Grundfreiheiten uns angucken, da müssen wir sehr aufpassen, weil es hat sich jetzt eine Sichtweise eingebürgert, dass die Rechte gar keine Rechte sind, sondern Privilegien, die uns zugeteilt werden für das gute Verhalten. Und die ganzen Rechte im Grundgesetz zum Beispiel, Recht auf körperliche Unversehrtheit, Recht auf Bewegungsfreiheit, all diese Sachen, Privatsphäre, die sind konzipiert worden bewusst als Abwehrrechte gegen den übergriffigen Staat, nicht als Privilegien, der den Staat uns für Wohlverhalten zuteilt. Und dasselbe jetzt auch, um Transhumanismus zu kommen, überall, wo wir dieses Element des Zwangs sehen, da müssen wir aufpassen. Weil man kann bestimmte Ansichten haben, aber diese Idee, Menschen in ihren elementaren Rechten zu beschneiden und dann Rechten als Privilegien zurückzugeben und dann mit dem Transhumanismus, man könnte sich zum Beispiel, dann muss man kontaktlos bezahlen und dann ist es ja viel einfacher, wenn man irgendein Gerät hat, was dann permanent implantiert wird. Und wer das nicht macht, hat zu bestimmten Bereichen keinen Zugang. So, das sind alles Elemente, wo man wirklich hellhörig werden muss. Ja. Ja, meine letzte Frage wäre dann, durch die ganzen Corona-Maßnahmen, auch die in anderen Ländern ergriffen wurden, denken wir speziell auch an China, bringt das diese ganze Agenda bereits weiter? Sind wir hier in einer neuen Denkphase, wo plötzlich Dinge, die vollkommen denkunmöglich waren, jetzt inzwischen langsam Realität werden können? Ja, also ich glaube, auf jeden Fall ist interessant, es sind zwei Sachen gleichzeitig entstanden. Auf der einen Seite sind bestimmte Sachen normalisiert worden, die vor 2 Jahren vollkommen undenkbar gewesen wären. Auf der anderen Seite hat es doch in Teil der Bevölkerung, Sie haben es vorhin angesprochen, dass einige nichtgläubige Menschen auf einmal die religiöse Dimension, manche Bewegungen und Strukturen sehen, das merkt man an vielen anderen Aspekten, das hat es doch zu einer großen, Befragung oder eine Bewusstseinsveränderung in einem Teil der Bevölkerung geführt, dass die Sachen viel kritischer sehen als früher. Also Oscar Lafontaine hat vor wenigen Monaten im Fernsehen in einem Interview gesagt, dass man aufpassen müsse, weil der Staat das Vertrauen von 30% der Bevölkerung vollkommen verloren hat. Da war im Studio betretenes Schweigen. Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Und Oscar Lafontaine natürlich eine fast schillernde Figur, die aber sehr viel mitgemacht hat und dadurch doch eine gewisse Weitsicht nicht der religiösen Rechten zuzuordnen ist. Naja, nein, aber ich meine, der war schwer krank und hatte einen Schlaganfall oder Gehirntumor. Also der hat viel zugemacht und er hat eine gewisse Reife, würde ich ihm schon zugestehen als Mensch. Und der sieht das. Und das heißt, wir haben jetzt eine Situation, wo wir eine große Bedrohung, aber ich glaube, war das Hölderlin, wo die Gefahr ist, da wächst das Rettende nach. Ist das, glaube ich, von Hölderlin dieser Spruch. Und ich glaube, das können wir wissen nicht, wie es ausgeht,
wir haben jetzt einen Zustand höchster Spannung und es ist noch nicht alles verloren, so will ich das sehen. Professor Paul Karl, ich danke Ihnen recht schön. Wir wissen nicht, wie das Ganze ausgeht, wir alle nicht. Gehen wir mit Gottvertrauen weiter und vor allem halten wir Augen und Ohren offen ja. für die Dinge, die passieren, die sichtbar sind und die, die unter der Oberfläche ja. passieren. Vieles davon wird ja mehr und mehr auch deutlich. Genau, ist auch so. Ja. Vielen Dank. Danke für das Gespräch. Danke sehr.